Wie geht es jetzt weiter? Sie haben ja auch große Bedenken bei BioNTech und bei Moderna. Denken Sie, da könnte sich diese Geschichte mit AstraZeneca jetzt wiederholen? Haben Sie da auch das Vertrauen in die Behörden, dass, wenn es wirklich wieder zu solchen Zwischenfällen kommt, dass man dann auch politischen Druck standhält und dann die Notbremse zieht? Bei AstraZeneca hat das ja funktioniert. Das ist ja mal was Positives zumindest, muss man sagen. Also bei all den Ich Negativen. sag mal, innerhalb von einem Tag, so lange ist das jetzt her, hat das funktioniert. Ich habe allerdings berechtigte Zweifel, dass dieser Impfstopp lange anhält. Denn hier entscheiden Politiker und nicht Wissenschaftler, auch wenn Herr Spahn etwas anderes sagt. Es wird sicherlich so sein, dass Politik wieder Druck ausüben wird und diese Impfung fortgesetzt werden. Was die beiden anderen Impfstoffe anbelangt, kann ich nur sagen, haben wir in den letzten Wochen Nichtigkeitsklagen anhängig beim Europäischen Gericht. Die liegen auch schon im Europäischen Parlament vor. Die müssen innerhalb von 4 Wochen entschieden werden. Nichtigkeitsklage heißt, dass mit einem unglaublichen Aufwand, das ist in Südtirol passiert, bei der Frau Dr. Holzeisen, dass mit einem sehr, sehr großen Aufwand Daten zusammengesammelt wurden aus den Assessment Reports der EMA. Kann ich gerne noch was dazu sagen. Die zeigen, dass diese Produkte beide nie hätten zugelassen werden dürfen. Und das ist jetzt eine der letzten Möglichkeiten, die wir haben, da der ganzen Geschichte Einhalt zu gebieten. Und gerade gestern bekam ich die Information, das ist auch sehr interessant, dass die Behörde, sprich die EMA, 2 Streithelfer gewonnen hat. Und das sind die Hersteller. Es ist schon interessant, dass die Hersteller der Produkte, sozusagen mit der Behörde, die sie überwachen wollen, gemeinsam gegen eine solche Nichtigkeitsklage vorgehen. Ist Das das hat nicht schon üblich? absolut nicht. Normalerweise ist es ja zwar eine Zusammenarbeit zwischen Behörde und Hersteller, aber normalerweise gehen die Interessen ja auseinander. Das ist praktisch so, wie wenn der Angeklagte dann im Gericht mitsäße, also jetzt etwas zugespitzt oder übertrieben oder bei Da der arbeiten, Staatsanwaltschaft dann sozusagen. genau. Die immer ist ja der Richter sozusagen. Und dann haben wir Ankläger und Verteidiger. Und das Gericht holt sich dann, verstehe ich das richtig, praktisch den Angeklagten mit auf seine Bank. Mit auf seine Seite, um die Entscheidung herbeizuführen. Genau, das klingt für mich höflich ausgedrückt seltsam.